Mein Name ist Willi Wicki. Ich arbeite für die Delle Samen und Pflanzen AG, kurz DSP. Das ist ein KMU im Saatgutbereich. DSP arbeitet eng mit den öffentlichen Forschungsanstalten Agroskop zusammen und ist Mitinhaberin der Weizensorten, tritikale Sorten, Futterpflanzensorten und Sojasorten von Agroskop. Für uns ist das ziemlich zentral. Es ist zentral. Also wir gehen nicht in Länder, wo es keinen Sortenschutz gibt. Weil ja, wir wissen, dass ohne diese Grundlage gibt es auch keine Möglichkeit, unser Input irgendwie mit Royalties abzudecken. Das heißt, dass wir gehen nur in Länder, die entweder schon, also das schauen wir jeweils, wer in Verhandlung ist für den Beitritt zu RUPOV. Ganz zentral scheint mir aber auch das Züchterprivileg zu sein. Das bedeutet, dass Züchtungsarbeit, nachhaltige Züchtungsarbeit sogar gefördert wird, indem man geschützte Sorten für weitere Züchtungsarbeit, Kreuzungszüchtung verwenden darf, was den Pool enorm erweitert, was ein sehr großer Vorteil ist. Zudem ist es ein sehr ausgeglichenes System. Die Schutzdauer ist beschränkt, das heißt, die Kritik, die manchmal kommt, man hat keinen Zugang mehr zu Genetik und so weiter, stimmt eigentlich nicht. Im Gegenteil, durch das Sortenschutzsystem wird der Zugang zu Genetik erleichtert oder zum Teil erst ermöglicht. Ich nenne da zum Beispiel die Gerste in der Schweiz, da gibt es keine Züchtung. Und dank des UPOV-Systems erwirken die ausländischen Züchter den Sortenschutz in der Schweiz. Und daher sind sie dann bereit, die Sorten anzubieten. Und die Landwirte haben Zugang zu moderner Genetik, zu leistungsfähigen und marktfähigen Sorten.